Ach du Scheiße, geht jetzt wirklich auf, ne? Richtig. Da fahrt ihr noch schon Rennen da zu Ende. Guck mal, ob wir ihn mitziehen können im Wind schaffen. Oh, wir warten schon am Gate auf dich. Ja, noch eine Runde und dann fahre ich in die Box. Noch eine Runde, ohne DT. Papa. Noch eine Oder mit DT. Kann auch abstellen, Mann. Ach du Heilige. Hier ist auch so ein Mabix. Ach hey. Echt jetzt? Doch, oder was? Anscheinend schon. Hat er sich reingeschubbelt. So, drehe ich mich jetzt wieder so beschissen wie eben? Ja, bitte. Nee, ich pass auf, damit nicht so peinlich ist. Dass nicht so peinlicher Content bei mir kommt. Auch. Ah, jo. Wo wollte der Audi bremsen? So, das war's an der Stelle von mir. Komplett. So, ich dominiere hier eindeutig das Feld. Junge! Ich war doch vorne, mir gehört doch die Kurve. Warum lenkst du denn einen mich, Schröder? Junge, ich war ganz klar in Splitterlänge neben dir. Du bist einmal durch mich durchgefahren. Kaminski, du Trainingsweltmeister. Ja, ne? Dann auch noch mit so einer geilen Zeit. Wer sagt denn, dass ich die Pace für vorne hab? Ich starte irgendwo mittig. So zeigen, was du kannst. Ja, nix. Fertig mit zeigen. Warte, pass auf. Fertig. Jetzt kommt hier der nächste Schummler. Da kommt hier der nächste Schummler. Oh nein. Aber ich wollte dich einfach nur überholen. Oh, ich. Passiert sonst so selten, oder wie? Stimmt. Und rechts. Und links. Und rechts. Und links. Und rechts. Und links. Boah, ich hasse diese Boxenausfahrt. Ach, wir können synchron schon machen, Biermann. Ach, ey, sollten wir wirklich. Astralkörper zur Schau stellen. Oh, jei. Sind die Reifen kalt? Bin fast eingehämmert. Und du? Nö. Ich kann ja fahren. Better Gefühl im mein Daumen. Herz. Richtig, Game Better Gefühl im. In irgendeinem Finger. Was sagt denn, dass ich mit den Fingern fahre und nicht mit den Füßen? Oh, puh, ich dachte, jetzt wird's richtig schlimm, aber dann hast du. Fuß gesagt. Ach du Scheiße. Bist du noch gültig? Kann ich vorbei? Ich fahr einfach vorbei. Wenn du es schaffst. Ah, verdammt, ich hab verschaltet. Hab ich denn jetzt so viel Zeit liegen lassen? Ich dachte, hier hole ich jetzt eigentlich die meiste Zeit, weil ich da nicht ganz so gut war. Bitter. Ich könnte schneller, wenn mich Schröder nicht aufhalten würde. Da kommt Satz mit X von Mavix. Ach Schröder, können wir uns ja bitte nicht betteln. Oh, die war fast schnell, die Runde. Und jetzt bin ich ungültig. Ja, moin. So, jetzt nehme ich 50 Liter eben mit, oder? Wie waren denn meine Reifendrücke überhaupt? Waren die jetzt gut oder waren die... Ich achte total nicht drauf. Also, YouTuber... Keine Ahnung, irgendwer, noch so ein Streamer und kompletter Pannemann auf den ersten vier Positionen. Kompletter Pannemann. Ich gebe dir gleich kompletter Pannemann. Als ob es nicht geknallt hat, Alter. Ich musste ganz leicht vom Gas, weil ich irgendwie untersteuern hatte. Den wollte aber. Oh. Das gibt Ärger mit dem Gesetz. Das fährt die Rennleitung auch mit, oder was? Hammett fährt mit. Ach du Scheiße. Tough luck. Ich finde seine Fahrerbesprechung immer richtig geil. Ja, sind sie auch. Richtig stumpf. Ah, DQ dann. Zack, Ende aus Mickey Mouse. Gar keine Diskussion. Ja, vor allem, wenn er richtig pisst ist. Ja, Mann. Ist er ja nie. Eigentlich immer, weil keiner übt den Fahrerwechsel und so. Aua. Wer ist jetzt wem reingefahren, Jansky? Du warst es. Du definitiv mir.
Kommt drauf an. Auf gar keinen Fall. Wenn Jansky ein Kleins- oder ein Splitter weit neben dir war, ist egal, renn und weiter. Da mehr als nur ein Splitter neben ihm. Ach du Scheiße, ist der Ferrari schon mal vergraben. Ich hab doch gelupft, Mann, dann hätte ich auch voll fahren können, wenn das hier unbedingt ärgert. Achtung, Benz, Ausgang auf den Strenge, zweiten Dreuten geholt. Achtung, Benz eingehämmert in Orange. Schon wieder? Es war schon wieder laut. Naja, nee, ist wieder einer. Wieder einer abgehämmert. Oh, Marvix kontert mit der besten Runde, glaube ich. Das war eine dumme Warning. Na, wie viele haben wir? Eine. Zwei. Sauber, ich habe auch zwei. Seit Runde anderthalb. Ich auch. Nochmal eine 17. Krass. Und ich fahre 18,3. Ja. Die Runde tat weh. Ach Scheiße, ich bin da. Wie ein Gott der Konstanz fährt Marvix da vorne weg. Und ich treffe den Curb. Ich bin komplett im Arsch. Ich dachte, jetzt du fährst jetzt nicht. Nee, ich hab ihn noch weggerissen bekommen. Ach du liebe Zeit. Genau da, wo ich nicht hin wollte. Jetzt habe ich ihn doch getroffen. Schröder, hier bist du ja. Ach, das war so blöd. Versuche nicht außenrum. Ich habe keine Ehre, mein Freund. Ach du Scheiße, ja, ich bin vorsichtig. Mit jemandem natürlich versuche ich dann außenrum, ist aber ganz klar, oder? Ich habe gebremst und habe runtergeschaltet. Ich wäre sonst so oder so, glaube ich, aufgegangen. Ist doch egal. Aber natürlich versuche ich dann außenrum, wenn du mir das schon sagst. Ja, ich glaube, da wird wieder jemands Ehre umsonst weggegeben. Ja, das könnt ihr gerne machen. Das war die Ungeduld. Als ob das No-Time gained ist, wie schaffe ich das immer? Ich habe auch No-Time gained. Nur noch, weil ich jetzt ja langsam... die ganze Zeit, Alter. Irgendwie cutte ich Orange voll, oder Radio ist das ja... Aber nee. Das Radio eigentlich. Ich weiß jetzt, woran das lag. Das war ein Folgeschaden, weil Jansky uns in Runde 1 in die Seite gefahren ist. Voll in die Seite gefahren, da hast du auch 10 Sekunden Schaden von gehabt. Also ich wette sogar, mindestens, dass du davon sogar gar keinen Schaden erhalten hast. 1,6 Sekunden. Final Warning, sauber. Oh, der Aston fährt sich so entspannt auf der Strecke, ey. Jo, fährt sich entspannt, aber irgendwie bin ich mit dem auch nicht so unglaublich schnell. Die erste Runde war richtig gut. Ich kam aber trotzdem nicht an Marvix dran. Top, dann bin ich erleichtert, das muss so. Ach, du hast dich erleichtert? Negativ. No time gain, was mache ich denn die ganze Zeit? Irgendwie schaue ich es immer Orange zu cutten oder Radio. Drive through. Komm! Schade, nicht geschafft. Jetzt darf ich nur nicht mit dem Topspeed hier sterben. Scheiße, ich muss lupfen. Fahr einfach außenrum vorbei, habe ich auch. Aua! Hab mal dir schon. Nein! Ach, sauber. Du hast auch nicht mehr Punch als ich hab. Ja. Alter, könnte Marvix ja bitte nicht rückwärts angedriftet kommen, Alter. Jansky! Du kleiner Streicher. Oh. Jansky! Oh, das war close. Das war very close. Hast du Pilze? So, jetzt will ich mir nochmal angucken, wie Biermann mich da abgeräumt hat oder berührt hat. Was macht die Blechspeicher? Ja, ich bremse gerade und du kreuzt meine Linie, also noch irgendwie. Ja, noch bla, bla bla bla. Und dann auf seine Unschuld hier. Oh, hier war schon Fritt. Ja, du richtest dein Auto sogar etwas nach links aus, dass du mir schön die Bahn fährst. Ja.